Am 2. März war es soweit. Eine Menge Luftballons wurde auf die Reise geschickt. Wo sind wir? Wir sind an der Endstation vom Elfertram im Schwammendinger Quartier Auzelk im Norden von Zürich. Im Auzelk wird ein Laden eröffnet. Er heißt Miami Dorflädeli. Die Idee ist normal, Miami ist schön, bringt Ferienzeit, Palmen und Meer. Jemaili Sedolli hat Erfahrung im Detailhandel. Er hat bei Denner & Coop gearbeitet und er glaubt, dass es im Auzelk einen Laden braucht. Er will sein Glück versuchen und er hat einiges zu bieten. Von diesem Laden können wir bieten, dass immer mit Aktionen, mit günstigen Preisen und Qualität und frische Sachen bringen. Das heißt frisches Produkt von Früchten, Gemüse und alles Aktionen, weil das sind die Kreise normal, wo leben Leute. Das ist normal sozial und Leute, wo das haben viele Kinder und die Preise muss das stimmen hier. Weil früher, die jeder sagt, das hat die Preise sehr teuer gewesen und wir schauen versuchen mit vielen Aktionen und dass die Leute zufrieden sein. Zufrieden sind in jedem Fall schon mal die kleinen Kunden. Der neue Laden ist ein Familienbetrieb. Der Sohn sitzt an der Kasse, Frau Sedolli führt das Geschäft. Es gab hier vorher schon einen Laden, doch der war zu teuer und musste schließen. Jetzt sollen die Preise für kinderreiche Familien erschwinglich sein. Das Produkt, das für diese Leute sind da, ist Wasser, Brot und Fleisch und alles Sortiment, das muss schauen, dass günstig sein. Jeden Monat Minimum 20 bis 30 Artikel, das sind 50% günstiger oder 70 bis 80%. Der neue Laden findet im Quartier ein positives Echo. Es ist nah. Man muss nicht ins Auto steigen, um noch einmal hinzugehen oder im Bus. Es hat geheißen, er wird die Preise anpassen, dass es sich wirklich lohnt, auch da hinzukommen. Also ich denke, diese Sachen machen es aus, dass man sagt, okay, ich gehe eher schnell da einladen, habe meine frischen Sachen, muss nicht weiter weg. Wir sehen sowieso gerade das Hochhaus, das da ist. Dort sind die meisten älteren Leute drin, die hier im Auzelk wohnen. Sie müssen nur aus dem Haus, können hier hinlaufen, haben ihre frischen Sachen. Perfekt. Es geht aber nicht nur um Sortiment und Preise. Das Auzelk ist ein Quartier, in dem es viele Kinder gibt. Und der Anteil der Familien mit ausländischer Herkunft liegt bei mehr als 80%. Der Quartierladen kann ein Treffpunkt werden. Ein Ort, an dem die Leute sich begegnen und miteinander reden. Das ist der Grund, warum zwei Sozialpädagoginnen sich für das Projekt Quartierladen im Auzelk interessieren. Wir unterstützen den Ladenbesitzer unterstützen bei der Wiedereröffnung des Quartierladens, der lange leer gestanden ist. Wir wollen, dass das ein Erfolg ist, weil wir finden, das ist ganz wichtig, dass es ein Quartierladen für die Bevölkerung gibt, für die Nahversorgung und auch zum sich Treffen als sozialen Treffpunkt. Und das ist für uns, für Maja Bleibler und ich, die Zusatzausbildung in Soziokultur machen, jetzt so ein Projekt, wo wir die Gelegenheit haben, eigentlich den Ladenbetreiber zu unterstützen. Unterstützung also für den Ladenbesitzer. Und dieser kann die Unterstützung wohl brauchen. Denn was er sich vorgenommen hat, wird kein Spaziergang. Wenn er bis früher führen, muss das von früher Morgen 3:30 bis zum 8 Uhr, dass jeder Tag diese Lade hat zu tun. Das ist ein bisschen streng, aber muss das durchgeben, muss schauen, fühlen. Familienbetriebe lohnt. Sonst normal mit Personal, mit Angestellten, mit so, das lohnt es nicht. Weil es kostet viel. Aber wir machen schon, wir versuchen, dass wir bringen in Ordnung, die Mühe geben, aber die Kraft, wir haben schon da. Ein Eröffnungsfest für den Quartierladen. Jemaili Sedolli offeriert einen Schnaps Cevapcici. Und die Kinder malen Postkarten, die mit dem Luftballon auf die Reise geschickt werden. Die Ballons sollen weit fliegen und wer einen findet, der kann die Postkarte zurückschicken. Die Ballons, die am weitesten fliegen, bekommen Preise. Die Preise sind Einkaufsgutscheine für den Quartierladen.